Na, Chance war schon irgendwas. Keine Ahnung. Ich muss eingenickt sein. Du hast geschlafen? Ja, na und? Wie spät ist es? Nach 12. Viertel nach 12? Viertel nach 12? Was treibt der Typ seit 3 Stunden? Der Kerl ist eine Sexmaschine. 3 Stunden lang? Wenn du des Öfteren zu Hause ins Bett zu deiner Stewardess kriechen würdest, macht ihr das Vögeln vielleicht auch mehr Spaß als das Fliegen. Verarschen lässt sich woanders. Jane sagt, ich bin der beste Mann, den sie je hatte. John, du bist ja so naiv. Sehr richtig. Jede Mutter erzählt ihrer Tochter denselben Stuss. Hör zu, mein Schatz, die Menschen behaupten immer, die Liebe eines Mannes geht meistens durch den Magen. Nein, ein wenig tiefer. Komm schon, John. Wir wissen beide, dass jeder Mann glaubt, 2 Dinge am besten zu können. Erstens bumsen. Und zweitens Autofahren. Habe ich recht? Absolut. Komm, beenden wir die Sexparty. Ey, warte, warte. Ohne Durchsuchungsbefehl? Das wird dabei Ärger geben. Sie ist eine Hure. Ganz sicher? Ja, ich habe sie vorige Woche eingebuchtet. Komm schon, gehen wir. Außerdem musst du die Möpse von der Tussi sehen. Sensationell! Bumba! Ja. Suchst du das hier, meine Süße? Polizei, aufmachen! Scheiße, die wollen mich wieder einbuchten. Polizei, öffnen Sie bitte! Was ist hier los? Es ist schon in Ordnung, diese Sache der Polizei. Gehen Sie bitte wieder rein.
Hier. Danke, Michelle. Wir reden hier über den Mord an einem Polizisten, Spider. Warum also war er in deinem Apartment? Ich habe es ihm schon 10-mal gesagt. Er wollte dort irgendjemand treffen. Er gab mir 100 Mäuse und sagte, ich sollte verschwinden. Ich weiß gar nichts. Ach, wirklich? Boah. Das reicht uns aber nicht. Leck mich am Arsch. Mach endlich das Maul auf, Spider. Du machst es dir nur selbst schwer. Hol jetzt Chance. Lass uns allein. Nur keine Angst, ich schlag dich nicht. So, was unterscheidet sie denn von den anderen? Ich hasse Gewalt. Mein Name ist John Leroy Chance. Mein Captain hat gedroht, er steckt mich wieder in die Uniform, wenn ich die Wahrheit nicht rauskriege. Ich hasse Uniformen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Und was ist mit meinen Rechten? Anwalt anrufen und so? Oder gibt's das nur im Fernsehen? Wenn ein Polizist erschossen wird, verlieren wir ein Familienmitglied. Bist du? Ich weiß aber nichts. Ich habe wirklich nichts verbrochen. Ich bin unschuldig. Gut. Diesmal glaube ich dir. Also, Spider, erklär mir. Wieso holt Clarence sich eine Hure und treibt es in deiner Wohnung? Warum geht er nicht ins Hotel? Gewöhnlich gibt er mir 100 Mäuse, um aufzupassen. Auf Bullen. Hör auf! Ach, komm schon, Hurerei ist legal. Erzähl mir was über illegalen Stoff. Wir wissen, dass er mit Drogen dealt, Spider. Jeder weiß das. Ich will wissen, wer liefert den Shit an. Ich weiß es nicht. Ein junger, gut aussehender Typ wie du hältst keine 2 Sekunden aus in der Hölle. Weißt du, was sie im Knast mit hübschen Jungs treiben? Wie sie es machen? Alle die Geschichten, die du hörst, sind wahr. Komm schon, Mann. Lassen Sie mich raus. Lassen Sie mich raus. Noch nicht. Zuerst hilfst du mir. Einmal die Woche wartet er auf die Tussi. Sie kommt in mein Apartment mit einer Tasche. Und er geht dann zum Hollywood Boulevard. Und wohin genau? Das weiß ich nicht. Ich will wissen, wo er das Zeug abliefert. Lassen Sie mich raus? Darauf kannst du dich verlassen. Ich halte mein Wort. Der Name? Hollywood Barber College.
Gut. Kuckuck. Clarence, was tust du hier oben? Findest du das nicht etwas unvorsichtig? Hier oben kann man dir schnell ein paar Löcher ins Gehirn pusten. Warum sollte jemand mir das antun? Ich bin ein netter Typ. Das weißt du doch, meine Süße. Ich bin nicht deine Süße. Das ist das Problem. Ich hätte zugreifen sollen, als ich die Chance hatte. Oder du hattest nie eine Chance. Hey, warte, Baby. Warum hast du so eilig? Die Instruktionen sind da drin in der Tasche. Ich hoffe, du kannst lesen, Bruder. Ich kann noch mehr, Schwester. Hey. Hör auf, Schätzchen. Nun erzähl mir was Vernünftiges. Lass dir was Glaubwürdigeres einfallen. Ich habe Ihnen schon alles erzählt, was ich weiß. Er gab mir Knete, wir sind nach oben gegangen und haben es getrieben. Dann gab es eine Schießerei. Ich hätte draufgehen können. Ja, du hättest draufgehen können. Na, was haben Sie, Slade? Was ich habe, Sir? Ich habe eine Asphaltbiene mit Gedächtnisschwund. Ja, immer dasselbe. Raus mit dir. Mit Vergnügen. Es ist so einfach, Bill. Es ist alles so offensichtlich. Captain, wie meinen Sie das? Ich meine, dass dieser Bursche zu smart ist, um auf diesen Drogendeal einzugehen. Das will ich damit sagen. Aber er hat schon darauf angebissen. Alles ist arrangiert. Sind die Quellen zuverlässig? Natürlich. Gehen wir. Tut mir leid. Wieso ist er hier? Er ist Ihr neuer Partner. Kommen Sie, Captain. Hören Sie auf damit. Keine Aufregung. Wollen Sie diesen Fall bearbeiten? Ja. Also gut. Wir gehen kein Risiko ein bei dem Mistkerl. Auch keine Schießerei, zu viele Zivilisten in der Gegend. Ich hasse Schlachtfelder. Er will also das Geld haben für die Drogen. Ihr tauscht. Und dabei verhaftet ihr ihn legal und sauber. Wegen zwei Anklagen. Einmal Drogenbesitz und Ankauf und Mord. Das bringt ihn für immer hinter Gitter. Und wenn er Widerstand leistet? Dann erschieße ich den Mistkerl. Da ist noch eine Rechnung offen. Hören Sie das, Captain? Einfach umlegen, Rechnung begleichen. Eine ziemlich kaputte Einstellung, finde ich. Was erwartest du denn von mir, Bill? Soll ich ihn küssen für den Tod meines Partners? Captain, ich will ihn nicht dabei haben. Er wird uns alle umbringen. Worauf willst du hinaus, Bill? Wollte ich, dass Karl tot ist? Willst du etwa mir die Schuld zuschieben? Das habe ich nicht getan. Aber es hat eine Schießerei gegeben. Und du hast keinen Schuss abgefeuert. Es ging alles so schnell, dann war es vorbei. Ich kam nicht dazu. Sehr merkwürdig. Dein erster weißer Partner wird umgelegt. Red nicht solche Scheiße. Hört jetzt auf. Beruhigt euch. Alle beide. Tut mir leid. Tut mir leid. Also, ich will dabei sein. Ich möchte ihm die Handschellen anlegen und Rechte vorlesen. Natürlich ist diese Sache persönlich. Aber ich schwöre bei einem Stapel Bibeln, ihr kriegt keinen Ärger durch mich. Alles penibel nach Vorschrift. Okay für dich? Okay, für mich. Nun brecht nicht in Tränen aus. Verschwindet hier und kümmert euch um den Fall. Schnappt diesen Mistkerl. Okay. Okay. Ja, was ist?
Nämlich auch. Bitte sehr. Vielleicht hier noch ein bisschen kürzer. Na, traurig, dass Sie lange Haare weg sind. Nein, sehr gut. Ja, ich bin zufrieden, Herr Meister. Na, dann wackeln Sie. Machen wir schön. Die Tolle sieht doch sehr schick aus. In der Mitte. Ja, dort. Ja, das wollten wir mal nehmen. Ja. Sehen Sie mal etwas weiter nach vorne. Ja. Ja. Nah genug. Sind Sie allein? Und Sie? Ganz allein, Schwarzfreund. Ich will den Stoff sehen. Zeigt. Zuerst zeigen Sie mir die Moneten. Oder Sie können den ganzen Handel hier vergessen, Sir. Das Recht zu schweigen. Und auf einem Anwalt. Und wir haben das Recht, dir die Birne wegzupusten, du dreckiger Polizistenkiller. Verlier nicht die Nerven, Bobby. Kommt schon, Bullen. Na los, schieß doch. Puste sie mir direkt in mein Herz. Tötet uns alle. Seht mal, ich bin eine große, schwarze, wandelnde Bombe, Baby. Komm schon, Bruder. Ich will nur meinen Sturm. Ich will keinen Trouble mit niemandem, aber sag dir dazu. Ich sage Mistkerl. Nein, die Arschlöcher seid ihr. Kommt doch, ihr Mistkerle. Ihr wollt doch Ärger. Ihr wollt spielen, dann spielen wir. Polizeieinsatz! Alle raus, schnell raus, verschwindet!
geradeaus weiter. Was ist? Schon irgendwas Neues? Nichts. Der Hubschrauber hat ihn entdeckt auf dem Figueroa, aber sie haben ihn verloren. Verdammt. Er ist irgendwo in diesem Viertel. Jede Straße muss abgesperrt werden. Wir müssen jedes Haus durchsuchen. Ich will das Dreckstück haben. Ja, Sir, es ist ein sehr großes Areal. Aber ich schätze, der Chef dreht ihm die Luft ab. Hey, Jones! Was wollte denn Chance von Ihnen? Sie haben ihn also verloren. Sie wissen, dass ich Ihnen vertraut habe. Und Sie wollten diesen Fall. Ich habe mich für Sie eingesetzt, mein Freund. Verdammt, wie konnte das passieren? Er war eingewickelt in Dynamit. Er schoss auf uns. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Erzählen Sie das dem Präsidenten. Und erzählen Sie das der Innenbehörde. Und Chance, Sie sagen es auch Bills Frau. Hören Sie, Captain. Chance, Sie gehen hin und sagen es ihr, bevor sie es in den Nachrichten hört. 72 Stunden, Chance. Mehr kriegen Sie nicht. Ich will ihn, die Drogen und das Geld haben. Ansonsten lernen Sie schon mal Gemüse stapeln. Und jetzt verschwinden Sie. Großartig. Beeilt euch, Kinder. Der Countdown läuft. 4, 3, 2, 1. Du siehst großartig aus, Schatz. Action! Wenn Sie normalerweise die westliche Auffahrt zum Hollywood Freeway benutzen, müssen Sie heute Abend einen anderen Weg nach Hause nehmen. Die Polizei hat das Gebiet abgeriegelt, um einen Verdächtigen zu suchen, der hier heute eine Schießerei veranstaltet hat. Hier ist Theresa Stewart mit einem Live-Bericht aus Downtown L.A., wo offensichtlich vor kurzem eine Polizeiaktion fehlgeschlagen ist. Clarence Norton, den die Polizei wegen Mordes an einem Polizisten suchte, hat offenbar heute noch mehr Polizisten getötet bei einem, wie die Polizei sagt, Undercover-Drogendeal, der von der Drogenfahndung arrangiert worden war. Sir, können Sie beschreiben, was sich heute Nachmittag auf dem Hollywood Boulevard abgespielt hat? Sie sagten, Sie hätten im Hollywood Barber College gesessen. Mami, sieh dir das mal an! Ich ließ mir die Haare schneiden. Es war alles ganz friedlich, wissen Sie? Plötzlich hörten wir Schüsse aus den hinteren Räumen. Dann schrie ein Mann Polizeieinsatz. Alles raus hier! Komm, mein Schatz. Ob du sollst abends nicht so lange fernsehen. Ich komme. Ja, bitte? Mrs. Fleming? Ja? Ich bin Detective John Chance. Kann ich mit Ihnen reden? Ich meine... Weißt du was, Schatz? Du darfst jetzt in Mamis Zimmer gehen und noch ein bisschen fernsehen, okay? In ein paar Minuten bin ich bei dir. Bis gleich.
Nun sagen Sie mir schon, was Sie sagen müssen. Also, Ihr Mann, es tut mir sehr leid. Wo ist er? Memorial Hospital. Ist er tot? Ja. Also, meine Nummer steht auf der Karte, falls Sie Hilfe brauchen. Ich glaube, das ist nicht nötig. Ihr habt ihn benutzt, ich beerdige ihn, ist es nicht so? Ich wusste, es würde eines Tages passieren. Oh Gott, ich wusste genau, dass es so passiert. Es tut mir leid, dass ich so wenig gastfreundlich bin. Aber ich kann jetzt leider in der Nähe keine Polizisten ertragen. Verstehen Sie das? Sie werden den Weg allein finden. Laufen verflucht viele Bullen durch die Gegend, nur deinetwegen, Nigger. Hör zu, Mann. Ich werde hier für ein paar Tage untertauchen. Für mich dafür 100. Ich gebe euch dafür 1000. Jedem. Jedem 1000? Das ist aber sehr spendabel. Ja, das ist mehr als dein Vater in Monaten verdient, wenn er arbeiten würde. Oh. Ich hätte dein Geld genommen. Egal, ob du ein Bruder bist oder nicht, aber rede nie wieder respektlos über meinen Vater. Fesselt dieses Stück Scheiße. Und dann geht alle nach Hause. Die Situation muss sich abkühlen. Lass die Waffen hier, überall sind Bullen. Ich muss Ihnen was Wichtiges berichten, Mr. Silvio. Es ist wirklich sehr wichtig. Verschwindet. Na los, geh. Es gibt schlechte Nachrichten. Unser Mann in der Stadt hat angerufen. Er ist beunruhigt. Clarence hat großen Ärger. Was für Ärger? Die Bullen wollen ihn aufs Kreuz legen. Die Stadt ist voller Polizei. Ist er im Knast? Nein, er ist entwischt. Er hat Bullen umgelegt. Wir legen keine Bullen um. Seid ihr total bescheuert? Ich habe genug Einfluss in der Stadt, um vieles zu regeln, aber keinen Polizistenmord. Was sollen wir jetzt tun? Warten, bis er herkommt. Der kommt nicht mehr hierher. Er weiß, er hat Mist gebaut. Wenn Sie ihn erwischen, redet er. Und dann sind wir auch dran. Kümmert euch sofort darum. Ich will, dass ihr euch jeden vornehmt, mit dem er in Kontakt war. Und keine Spuren hinterlassen. Es muss aussehen wie ein Bandenkrieg, ihr wisst schon. Na los. Verschwindet. Gehst du in den Knast?
eigentlich, hä? Wie hätten Sie es denn gern, Chance? Sollen wir Ihnen eine Kanone geben, damit Sie auf uns losballern? Weswegen verhaften Sie diese Kinder? Widerstand gegen die Verhaftung, Behinderung der Justiz, Verweigerung der Kooperation und Körperverletzung. Der spinnt völlig! Es ist offensichtlich, wer wen verletzt hat. Officer Jackson! Ja, Sir? Haben sich die Jungs der Verhaftung widersetzt? Ja, Sir. Ich glaube, dass wir schon genug Ärger haben. Laufen lassen. Laufen lassen! Los, Soldaten! Aber dieser hier kommt mit. Ja, Spider. Wen haben Sie geschnappt? Ich sag's doch, dein Bruder. Verdammt! Ich kümmere mich drum. Sie haben Rollo. Detective Chance. Was ist, Jackson? Jemand will Sie sprechen. Er sagt, es ist wichtig. Detective Chance hier. Chance! Hier sind zwei Ihrer Männer gegen einen von meinen. Sie sehen, einer meiner Männer ist zwei von Ihren wert. Lassen Sie meinen Mann gehen und Sie kriegen Ihre Jungs. Fairer Handel. Keine Tricks, kein Foul. Was soll das? Wer ist da? Hier ist Spider, Bruder. Ich will einen sprechen. Hier, Bulle, sag was. Chance, hier ist Rayleigh. Scheiße. Also, Spider, jetzt hör mal genau zu, Mann. Ist dir klar, was du da tust? Du kidnappst zwei Polizisten. Und sie kidnappen meinen Bruder Rollo. Hör zu, Mann. Du klaust nicht den Schnuller von einem Baby. Darauf stehen 20 Jahre. Rollo hat nichts getan, Bruder. Das ist nicht Sache. Hören Sie, Kumpel, ich habe kein Problem mit Ihnen. Sie sind in Ordnung, Mann. Aber die anderen... Bullen. Auch unsere Brüder laufen rum und prügeln uns, wann sie wollen. Wo ist Clarence Norton? Das weiß ich nicht. Also gut. Ich lass deinen Bruder gehen. Versprochen. Ich rate dir dringend, Spider. Lass dieser Officer gehen. Zuerst lassen Sie Rollo gehen. Dann sage ich Ihnen, wo Sie Ihre Männer finden. Ich muss mich von einer verfluchten Bande von Kindern erpressen lassen. Rufen Sie an. Sagen Sie dem Revier, Sie sollen sofort Rollo freilassen. Ja, Sir. Ich hätte auf meine Mutter hören und Bäcker werden sollen. Nun rede schon, Rollo. Ich möchte wirklich gern pünktlich zum Essen kommen. Also, Rollo, wo ist er? Ich weiß es nicht. Verdammt nochmal! Du verstößt gegen die Bewährung und spielst mit Pistolen. Wir könnten dich in den Knast bringen, Rollo. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Hallo? Was ist? Anordnung von Chance? Ist gut. Sieht aus, als ob du einen Schutzengel hast, Sonny. Was? Komm, wir schaffen ihn raus. Komm schon! Was gibt's? Er ist gerade raus. Warum knallst du immer so mit der Tür, du Idiot? Halt den Rand und fahr hinter dem Wagen her. Hey, Stick! Rock! Was soll denn? Klasse!
Rollo. Haben sie dir die Fresse poliert? Ja, Mann, sie haben mich fertig gemacht. Hast du ihnen irgendwas erzählt? Kein verdammtes Wort. Ey, Mann, das ist klasse. Ey, wir machen einen drauf, Mann. Wir fahren zur Aces Bar, wir spielen Pool und lassen die Sau raus. Ich bin der Meister. Ich schieb dir die Kugeln wohin. Worauf achten wir? Was meinst du, Stick? Hey. Spider hat mir gesagt, du sollst in ein Hotel in Culver City. Ja, ein paar Tage sollen wir da untertauchen. Hör zu, Mann. Ich will nur was trinken, dann eine Runde Pool und ein paar stramme Möpse rumhocken sehen. Ist das okay? Was meinst du? Aber warum kaufen wir uns nicht ein paar Flaschen Remy? Besorgen uns ein paar Frauen, fahren zu diesem Hotel und warten dort, wie Spider es will. Oh Mann, ich will nicht in ein verdammtes Hotel, Mann. Ich war eingesperrt auf diesem gottverdammten Polizeirevier, Mann. Alles klar, Mann, alles klar, Mann. Verfluch doch mal, Mann. Komm schon, tu es für mich, Mann. Na los, tu es für mich, für dein Rollo, oder? Gelaufen, Junge! Wir tun es! Graces, Washington Boulevard. Alles klar? Alles klar. Komm schon. Hey, alles klar, Rollo? Alles klar. Ja, kleines Scheinchen für dich, Baby. Das gehört dir. Wir verschwenden unsere Zeit hier draußen. Er ist weg. Nein, ich kann ihn riechen. Weißt du was? Lass ihn doch einfach entkommen. Irgendwann taucht er wieder auf. In Chicago oder New York. Er taucht wieder auf. Eines Tages werden sie ihn sowieso erwischen. Ha? Detective Chance? Was ist Jones? Der Captain möchte Sie sehen, Sir. Es gab eine Schießerei in Aces Bar. Der Captain klang ziemlich genervt. Ach, Scheiße. Was glaubt er wohl, wie genervt ich bin? Gut, Boris, zieh alle ab, damit hier wieder Ruhe einkehrt. Hey.
wächst Ihnen über den Kopf, Charles. Über wie viele Leichen wollen Sie noch steigen, bis der Fall geklärt ist? Captain, Sie verstehen das nicht. Ich verstehe es. Ich verstehe es nur zu gut. Das ist mein Problem. Sie sind ein verdammt guter Polizist, Mann. Und Sie sind nicht Polizist geworden, weil Sie keinen Verstand haben. Aber wenn Sie alle Ihre Leute da abziehen, glaube ich, Ihr Verstand ist in Ihren Arsch gerutscht. Captain, ich versuche nur, die Situation etwas abzukühlen. Das ist mit dem Schlamassel in Aces Bar. Das ist der Beweis. Es funktioniert nicht, Scherz. Ich gebe Ihnen jetzt die allerletzte Chance. Machen Sie was draus. Entweder Sie haben Erfolg oder Sie müssen lernen, wie man Wagen wäscht. In Kalifornien sind viele Wagen ungewaschen. Sie kriegen von mir Clarence Norton in 36 Stunden. 24. Chef, Sie sind ein Sklaventreiber. Sie merken auch alles. Was soll das? Warum schleichst du dich hier so rein? Also, ich bin verrückt. Völlig. Du hast eine Macke, Jane. Beinahe hätte ich auf dich geschossen. Hör auf, John. Du hast noch nie jemanden erschossen. Warum ausgerechnet mich? Ich habe Gründe, dich zu erschießen. Sogar eine Menge Gründe. Ach, wirklich? Und welche? Sehr viele. Dir fällt nicht ein einziger ein. Hier sieht es wirklich chaotisch aus. Dein Rasen wächst nicht, dein Garten ist verwildert. Du wohnst jetzt seit 3 Jahren hier und hast nicht einmal das Dreckloch gesäubert, das du Swimmingpool nennst. Ich mag nicht, dass du herkommst, ohne vorher anzurufen. Du gabst mir deinen Schlüssel. Ja, das war mein erster Fehler. Wir hätten diese Probleme nicht, wenn wir verheiratet wären. Dieses Wort ist tabu in meinem Haus. Ich will's nicht hören. Sag, John, welches Wort? Du weißt genau, was ich meine. Ich ertrage es nicht mehr. Meinst du heiraten? Oh, hör auf, nein. Heiraten? Nein. Heiraten? Bitte, bitte, bitte. Heiraten? Aufhören. Du solltest mich küssen, dann bin ich still. Und was ist in Paris passiert? Du solltest doch mindestens eine Woche dort bleiben, oder? Ich war früher fertig und bin schnell zu dir zurückgeflogen. Was hättest du gemacht, wenn du mich mit einer Liebhaberin erwischt hättest, Jane? Dich erschossen? Das weißt du doch. Ich glaube wirklich, das brächtest du fertig. Hast du mich vermisst? Mhm. Meine Kochkünste? Mhm. Dann mache ich uns was Schönes zum Essen, Schatz. Geh du inzwischen duschen. Deine Worte sind Engelgesang für mich. Was wollt ihr hier drin? Ihr habt keine Chance, ihr werdet nicht weit kommen. Na los, Opa, gib mir den Geldsack. Findest du es nicht langweilig, immer wieder dieselben alten Videos anzusehen? Ich wollte, ich wäre im Wilden Westen geboren. Da wusste man wenigstens, wer die Guten und wer die Bösen waren. Bist du gern Polizist? Ich denke ja. Warum Polizist? Das ist eine lange Geschichte.
Weißt du, mein Großvater, mein Vater, mein Onkel, alle, die ich kannte, waren dabei. Was sollte ich also anderes machen? Weißt du, als mein Vater Anfänger war, wurde er mal für eine Routineüberwachung eingesetzt im Süden von Philly. In einer dunklen Gasse. Routine-Sache. Er sollte sich nur ruhig verhalten. Nicht mehr. Ganz plötzlich sah er so eine Bewegung am Ende der Gasse. Sah auch eine Waffe, meinte er. Also rief er, stehen bleiben. Aber die Person ging weiter. Er rief es nochmal. Da drehte sich der Mann schnell um zu ihm. Also mein Vater feuerte. Und feuerte wieder. Und ging drauf zu. Dann sah er es. Es war ein 10-jähriges Kind mit Wasserpistole. Oh Gott, wie schrecklich, Schatz. Was war das? Deine alte Masche, darauf falle ich nicht rein. Psst, hör doch. Ja, ich höre es. Wo bleibt der Kerl bloß? Wohl ein schlechter Zeitpunkt. Wie seid ihr reingekommen? Die Tür war offen. Tut mir leid um deinen Bruder. Wer war es? Dein Verdacht, meiner auch. Silvius Männer. Sie geben nicht auf, bis sie euch alle haben. Jeden von euch. Was unternehmen sie dagegen? Zusehen und warten. Es ist euer Krieg. Wo ist dieser Silvio Chance? Gib dir keine Mühe, ihn zu finden. Er findet dich. Sie kriegen Clarence. Und die Drogen. Ich behalte das Geld. Und das wofür? Für die Mörder meiner Freunde und meines Bruders. Du hattest Clarence die ganze Zeit. Ja. Was hindert mich daran, euch alle sofort zu verhaften? Was soll das bringen? Keine Beweise für irgendwas. Sie finden weder Clarence, die Drogen oder Moneten. Ihr wollt mir helfen, Sylvia zu verhaften. Dann kriegen Sie Clarence und der Krieg hört auf. Schlicht um schlicht. Wieso habe ich bloß den Verdacht, dass du mich aufs Kreuz legen willst? Will ich nicht. Fragen Sie auf der Straße. Ich bin ein Mann, der sein Wort hält. Ich frage vorher meinen Captain. Nein. Wenn ich allein zu Silvio gehe, reißt er mir den Arsch auf. Sie sind nicht allein. Wir helfen Ihnen. Verscheißen kann ich mich selbst. Das ist der Deal. Tun Sie es oder lassen Sie es. Ich mein's ernst. Überschlafen Sie es. Wo ist Clarence? Gut aufgehoben. Hey, in Zukunft, ruf an, bevor du kommst. Wer waren die Jungs und was wollten sie? Hilfreiche Knaben wollten nur guten Tag sagen. Mach dir keine Sorgen drum, Baby. Hilfreich? Ja, vergiss die Typen. Wo waren wir? Wenn ich mich recht erinnere, warst du hier. Ein guter Platz. Gib mir eine Zigarette. Ich muss mal aus der Hose, Mann. Du musst warten, bis Spider zurückkommt. Komm schon, Mann. Willst du, dass ich mir die Hose vollbisse? Das ist nicht meine Hose. Ey, Mann, ich muss aufs Klo. Ich platze gleich, verstehst du? Ich sagte doch, du musst warten, bis Spider wieder hier ist. Ja, ich hab gehört, was du sagst. Dann halt doch die Fresse. Tut ihr blöd, wenn er immer das, was euer Meister sagt?
Was soll dieser dämliche Spruch, Meister? Mann, ich rede über Spider. In diesem Scheißloch ist er doch selten. Und dir überlässt er den Scheißjob, mich zu bewachen. Euch Jungs, sagt er, geht heim und versteckt euch eine Weile, während er inzwischen die Kohle verbrennt. Habt ihr Idioten überhaupt eine Ahnung, wie viel 750.000 Dollar sind? Glaubt ihr wirklich, dass ihr diesen Arsch wiederseht? Mann, der hat sich verpisst. Und wohin? An die Beach von Tahiti. Da trinkt er Piña Colada den ganzen Tag. Und dann jede Stunde eine andere Braut. Das gehört dazu. Halt dein Maul! Hör auf mit der Sülzerei! Wann hattest du deine letzte Braut, hä? Ich mein's ernst. Halt das Maul oder ich bring dich um. Ich schlitz dich auf. Ey, komm schon, Mann. Ich will doch nur pissen, Mann. Bitte nimm das weg von meinem Gesicht. Lass das, Mann. Wenn du das Ding nicht hättest, müsstest du jetzt nicht pissen, oder? Du hast Glück, Mann. Sowas könnte ich nicht mal meinem schlimmsten Feind antun. Ich könnte es. Wo bin ich? Und was mache ich hier? Was wollt ihr von mir? Geben Sie Ihre Marke ab, Detective Schatz. Wieso? Ich tat doch immer mein Bestes. Das Beste ist manchmal nicht gut genug. Dein Anruf hat mich erreicht. Ich wurde erschossen. Ich tat mein Bestes. Quatsch. Du hast im Dienst geschlafen. Du hast mich umgebracht. Ich war müde, sehr müde, Karl. Es tut mir leid. Wenn du keine Scheiße gebaut hättest, Chance, wären meine Frau und Tochter jetzt nicht allein. Es tut mir leid. Ich habe immer mein Bestes getan. Warum muss ich meine Marke abgeben? Ihr Bestes war nicht gut genug. 10 Jahre in der Truppe und Sie haben noch nie jemanden erschossen, Chance. Sie sind gefeuert. Gefeuert! Beeil dich, du kommst zu spät und ich muss meinen Flieger erreichen. Wie spät ist es? Es ist fast Mittag. Und ich habe auch gleich Dienst. Was ist denn, Schatz? Ich weiß nicht. Ich hatte einen Traum. Mein Captain feuerte mich. Es war so real. Er sagte... Immer wieder. Chance, Sie sind entlassen. Sie sind bei uns seit 10 Jahren. Erschossen haben Sie noch niemand. Und was hast du getan? Ich schoss. Etwa auf den Captain? Ja. Ein seltsamer Traum, was? Schatz, du schießt nicht gern. Und dafür liebe ich dich. Wir sehen uns. Ja. Captain? Ja, wir haben Probleme, Chance. Ich glaube, die kann ich lösen, Captain. Ich kann Ihnen Clarence liefern. Der junge Spider war bei mir. Er will mir helfen. Der Junge ist ein Gauner, Chance.
Die Spur ist gut. Wenn Sie mich unterstützen, sitzt Clarence morgen im Knast, Captain. Vergiss es, Chance. Die da oben spielen nicht mit. Und warum nicht? Suspendiert, Chance. Für 90 Tage bist du suspendiert. Führt man eine Untersuchung gegen mich? Ja, die Innenbehörde. Es geht um die Polizistenmorde. Sie glauben, du bist verantwortlich. Sind die bescheuert? Die Innenbehörde glaubt, wir sind verantwortlich und suspendiert mich? Chance, Sie kommen jetzt sofort zurück. Geben Sie mir Ihre Kanone und die Marke. Der Fall ist für Sie gelaufen. Den hat Boris. Ich hätte mich für Sie eingesetzt. Aber Sie bringen mir diesen Bandenführer, diesen Spider-Jungen. Da meine Pistole. Und meine Marke. Aber meine Würde können Sie mir nicht nehmen. Ich zeig's den Arschlöchern da oben. Morgen Mittag habe ich Clarence, den Stoff, das Geld und überhaupt alles. Verlassen Sie sich drauf. Halten Sie sich da raus, Chance. Es ist nicht mehr Ihr Fall. Wenn Sie sich einmischen, sorge ich persönlich dafür, dass Sie für alle Zeit Ihre Marke los sind. Gehen wir. Ein Drink für dich, Silvio. Wohin willst du? Komm, setz dich. Setz dich. Ich hab dich vermisst. Das Geschäft geht vor. Meinst du? Ja, ich meine. Hat Clarence dir Ärger gemacht? Warum sollte Clarence mir Ärger machen? Ich liefere den Stoff und verschwinde. Wieso? Es hat nur etwas länger gedauert, als ich dachte. Vielleicht bist du deswegen sauer auf mich. Auf dich kann ich überhaupt nicht sauer sein. Du bist das hübscheste Mädchen, das ich je geküsst habe. Und das Schlauste. Alle Männer sehen dir nach, wenn du bei mir bist. Und ich liebe all diese wundervollen Dinge, die du tust für mich. Das stimmt doch, Tina. Nur für mich. Ja, das stimmt, Silvio. Nur für dich. Genau wie ich es jetzt tue. Ja, Detective Slater. Ja, das ist er. Eine Sekunde. Chance, Leitung 1. Für dich. Genieß es. Möglicherweise ist es der letzte offizielle Anruf für dich. Detective Chance. John Leroy Chance. Chance! Hier ist Spider, Cousin. Letzte Nacht? Das kannst du laut sagen. Was ist? Läuft das Geschäft? Clarence und den Stoff gegen meinen lieben Kumpel Silvio. Hat sie ihn die Voice verschlagen? Das Geschäft läuft. Keine Sorge, ich denke an keine Polizei. Chance! Es tut mir leid, Mann. Deine Situation ist beschissen. Sonst noch was? Ich würde dir gern helfen. Aber der Knüppel liegt beim Hund, verstehst du? Weißt du, was mein Vater immer sagte? Er sagte, wenn du vom Pferd fällst, schwing deinen Arsch sofort wieder in den Sattel und reite härter als zuvor. Sonst dreht sich das Biest um und beißt dir deine verdammte Nase ab. Warte mal. Heißt das, du machst einen Alleingang? Was denn sonst? Das bleibt hier.
Silvios Haus, ja? Er wohnt hier jedenfalls. Hör zu, überleg's dir nochmal. Du kannst das doch nicht allein erledigen, Chance. Außerdem, wo wäre ich ohne deinen Humor? Dem Captain wird das nicht gefallen. Nein, aber was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß, sagt man. Richtig. Gehen wir. Sie gerichtet und Sie sagen mir, jetzt bin ich dran. Lass sie fallen, Chance. Sofort. Bring den Mistkerl raus und leg ihn um. Tut mir leid. Geschäft ist Geschäft. Ich werde dich vermissen, Chance. Was du wolltest. Wo ist meine Hälfte des Deals? Der Stoff ist in Ihrer Garage. In meiner Garage? Der sicherste Platz, der mir einfiel. Was ist mit Clarence? Der ist mir entwischt. Du bist ein Arsch. Wenn ich Clarence nicht zurückbringe, dann bin ich erledigt. Das ist nicht mein Problem, Chance. Mein Krieg ist vorbei. Das kannst du mir nicht antun. Du siehst es doch. Verdammt, wohin gehst du? Du findest mich, wo die Sonne scheint, Bruder. 365 Tage im Jahr. Ich genehmige mir Pina Coladas und lass mich bräunen, verstehst du? Das ist heute nicht mein Glückstag. Hier stinkt es. Ach, du schon wieder. Ich denke, du bist in London.
In Deutschland, aber ist ja egal. Ich dachte, du bist Polizist. Wieso arbeitest du nicht? Ich war Polizist. Aber ich bin es nicht mehr, Baby. Nein, nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Aber ich bin voll wie ein Eimer. Sie haben mir die Marke abgenommen, Jane. Du bekommst sie wieder. Vielleicht will ich sie nicht wieder haben. Vielleicht interessiert sie mich nicht mehr. Und dein Interesse an mir? Mir. Das ist alles, was du mir vorsingst. Mir, wie eine Opernsängerin. Also, was ist? Ich weiß es nicht. Wenn du es weißt, ich bin bei meiner Mutter. Dann geh doch zu deiner Mutter. Zu deinen Brüdern, zu deinem Doktor. Es ist mir... Ach, tu doch, was du willst. John, ich weiß nicht, warum du dich so aufführst. Ich bin immer für dich da. Ja, richtig freundlicher Stewardess-Service. In ein paar Tagen hole ich meine Sachen ab. Ja, geh doch. Niemand braucht dich. Ich bin der beste Mann, den du je hattest. Hast du mir mal gesagt. Werd erwachsen. Bitte werd erwachsen. Na, verschwinde doch. Niemand braucht dich. Langsam musst du dich daran gewöhnen, dass ich immer gewinne, Mann. Wieso gewinnst du 10-mal hintereinander, Mann? Hey, ich hatte nun mal eine Glückssträhne. Du schuldest mir $100. Ich hab keine $100, Mann. Ich scheiße auf deine Glückssträhne. Du hast die Kohle. Du hast einen Packen Scheine. Na los, rück die Knete raus. Nein, ich hab sogar 400. Aber deine 100 sind nicht dabei. Du verdammtes Stück weißer Müll. Na komm schon, komm schon. Aufhören, das reicht. Was willst du von mir? Es ist genug. Das Messer weg. Willst du unbedingt Probleme haben, Mann? Ich bin Polizist, bitte. Steck das Messer ein. Du verfluchter Bulle. Die ganze Stadt hat Ärger durch euch. Na los, hol dir das Messer. Ich hab gesagt, leg das Ding weg. Du ein Kopf? Keine Marke, keine Kanone, kein Kopf. Das Messer willst du? Na komm. Komm und hol's dir, Kutsche. Komm schon. Komm schon. Na los, du willst es doch haben. Hol's dir, verdammter Bulle. Das ist vielleicht ein altes Hemd. Aber es ist... mein Lieblingshemd. Im Wilden Westen waren Spielschulden Ehrenschulden. Er
aber ich hasse Spieler. Verlasse bis Mittag die Stadt. Ich hab was für uns, vom Allerfeinsten. Was? Schnee vom Kilimandscharo. Das Kitzel. Spider. Lieg still. Wo ist mein Dorf? Und wo sind meine Moneten? Chance hat das Zeug, Mann. Ich frage dich ein letztes Mal. Wo ist mein Dope und wo ist mein Geld? Ich schwör's dir, Mann, ich hab's gekauft. Chance hat alles. Das stimmt. Er hat's gekauft. Halte dein Maul. Clarence, Mann, du kannst mir glauben. Ich glaube dir. Nimm deine verfluchten Hände von mir, Gott verdammt, lass mich los! Du Mistkerl, du Arschloch! Was ist los mit dir? Was soll das? Warum hast du mich hierher geschleppt? Ich will einen Anwalt! Hey, halt's Maul! Und beweg deinen Arsch darunter, wir lieben hier die Ruhe. Selbst ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich brauche meinen Job und meine Selbstachtung. Diese Stadt, die nimmt einem alles. Ich kann einfach nicht aufgeben. Ich habe verloren, also sind wir quitt. Dieser Job ist das Einzige, was ich kann. Egal, was die da oben sagen. Als Polizist bin ich gut. Dafür muss man nicht unbedingt töten. Chance, Sie haben recht. Das habe ich auch dem Untersuchungsausschuss gesagt. Was? Hier ist was für Sie. Ihre Marke. Sie sind wieder drin, Schatz. Ja. Nach dem Massaker bei Silvio interessierte sich der Untersuchungsausschuss für die Hintergründe. Boris war nur ein kleiner Fisch. Der Staatsanwalt, der die Anklage gegen sie initiierte, hing voll da drin. Chance, wir sind wieder Partner. Und ich bin stolz, mit Ihnen zu arbeiten. Danke. Captain, es kam gerade ein Anruf. Sie haben Spider gefunden, mit zerfetztem Kopf. Er sieht aus, als ob ihm jemand eine Stange Dynamit als Zigarre angeboten hat. Ich weiß, was Clarence als nächstes vorhat. Wo wollen Sie ihn finden? Chance, kommen Sie zurück, was ist? Das Geld zum Hollywood Boulevard 6702. Allein oder sie stirbt. Hast du Angst?
Jane. Ich hol dich, Baby. Ich will mein Dope. Gib mir meinen Stoff und mein Geld. Oder dein Baby geht in den Bach runter. Ja. Lass sie gehen. Du bist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Jetzt gib mir meinen Shit oder deine Tussi ist erledigt. Schieß doch, Mann. Na los. Schieß doch. Du hast noch nie jemanden erschossen. Du wirst auch mich nicht erschießen. Du kannst niemand. John Chance. Ja, ich weiß. Komm heim. Sleep.